Car Control heißt, der Fahrer agiert im Auto und bewegt das Auto dahin, wo er hin will, ob im Drift oder ohne Drift. Dementsprechend das Auto fährt nicht mit dem Fahrer, sondern der Fahrer fährt mit dem Auto. Was der Teilnehmer hier lernt, ist, auf verschiedene Situationen zu reagieren. Das heißt, wir bauen das Ganze strategisch auf, verschiedene Basisübungen, Kreisfahren, Ausweichen, Bremsen und dann kombiniert auf einem Rundkurs alles gleichzeitig anzuwenden und daraus ein besseres Gefühl für sein Auto zu entwickeln. Ich meine, die größte Herausforderung ist natürlich erstmal, dass das nicht ist wie auf normalem Asphalt. Da muss man ganz anders arbeiten. Das heißt, man muss mit kurzen Gasstößen arbeiten. Lenkradtechnik lernen wir hier wirklich, perfektes Umgreifen am Lenkrad. Fahren auf Eis, der Grenzbereich ist breiter. Alles passiert etwas langsamer wie auf Asphalt. Und man hat mehr Zeit beim Gegenlenken und man kann mit dem Gas anders arbeiten, leichter als auf Asphalt. Bei uns ist es ja so, dass wir alle Racer sind und dementsprechend steht bei uns der Spaß im Vordergrund. Und nur wenn du Spaß hast, dementsprechend kannst du auch dann Sachen aufnehmen.